Ist gut jetzt. Na, kläfft ihr euch jetzt gegenseitig hier an, oder wie? So. Oh Gott, ey. Hausfrauen-Dödel hier. Also willkommen in meinem Hausfrauen-Stream. Ich habe auch nicht heute großartig sauber gemacht, weil ich heute Sonntagsputzen mache, eindeutig. Muss ich auch. Ich hoffe, jetzt gleich mal abhauen, weil irgendwie ist der Köter da am Kläffen. Deswegen macht heute auch nicht mit. Ich muss mal ganz kurz. Ich komme gleich wieder. Krass angefangen und hör mal auf zu kläffen hier, Tudeli. Ich hoffe, dass heute mal gleich losgeht, weil der Hund ist nur am Kläffen. Ihr hört das nicht so, aber mich nicht. Und meine auch. Ist gut jetzt. Also wir wollen heute ja, spontanes Kühlschrank kochen machen, weil ich habe jetzt nichts rausgesucht. Ich habe noch so viel. Und ich hatte mir überlegt, wahrscheinlich machen wir was, was wir schon mal so in ähnlicher Form gemacht haben. Und wir backen eben halt diesen Kuchen. Und ich habe Fertigkuchen gekauft. Die gab es jetzt gerade diese Woche im Angebot. Und ich fand die höchst interessant. Auch wenn das Fertigmischungen sind, bin ich mal gespannt, wie die schmecken. Wir backen natürlich nur einen davon. Und ihr könnt euch nachher aussuchen, welche wir nehmen. Genau. So, wir fangen gleich mal an. Ich habe heute ein bisschen Halsschmerzen, weil ich gestern so schreien musste. Die Location, wo ich im Moment bin, ist ultra laut. Ja, wie das so ist, ne? Man nimmt Bestellungen auf und man muss seinen Hals des Todes ausschreien, weil man die Leute nicht versteht und sie all nicht verstehen. Ich habe ja eh so ein zartes Organ. Also laut rede ich eigentlich nie. Ja, Prost. Den Kakao. Hm. Oh, der von der Marke, der schmeckt echt gut. Muss man sagen, das ist ein sehr leckerer Kakao. Mhm. Also wenn wir sowas machen wie gefüllte Paprika und ich habe mir überlegt Kartoffeln, weil die müssen auch weg noch, ne? Ihr seht ja auch schon die Paprika. Dann mit Bacon, ich habe noch Käse, Hirtenkäse oder was das ist. Und diese Zwiebeln, ich habe die noch nie benutzt beim Kochen. Weiß nicht, ob es Knoblauchzwiebeln oder Lauchzwiebeln, nee. Irgendwie so. Die habe ich auf jeden Fall auch noch nicht benutzt. Deswegen testen wir das mal. Keine Ahnung. Wir testen alles. Wir stehen erstmal ein bisschen an die Kamera. Und dann fangen wir mal an. So im Arsch, Tutti. Ne, mein Mäuschen. Wo sind denn meine ganzen Töpfe, Mäuschen? Jetzt haben wir gar keine mehr. Die sind alle schon wieder in Benutzung. In der Geschirrspülmaschine. Ich habe jetzt auch gesagt, ich glaube, meine Geschirrspülmaschine ist voll. Jo. Fast zumindest. Ich habe nicht darauf geachtet, ob ich die jetzt drin habe. Nein, nein. Aber ob die stimmt. Ja, ein bisschen weg. Ich will jetzt auch nicht machen, weil die ist ein bisschen laut. Also nicht so laut, aber es ist trotzdem zu laut für einen Hörer. Das machen wir später. Ja, wir haben ja Müll genug, ne? So ist ja nicht. Boah. Wenn der Essen ein bisschen länger drin ist, dann stehen wir aber echt des Todes, ne? Meine Güte. So. Kartoffeln. Wir haben hier so ein Säckchen. Die machen wir mal an. Ich muss schon mal das Wasser aufsetzen. Also Kartoffeln koche ich immer grundsätzlich vor, weil ich auch keine Lust habe, dass es nachher. Wenn wir das alles in Auflaufform packen, dann ungleichmäßig gar ist. Ne? Weil die Paprika sind ja schneller zumindest als die Kartoffeln. Mhm. So. Wo sind denn die ganzen Auflaufformen?
schon eine. Ich weiß nicht, ob wir noch eine zweite brauchen. Wir haben natürlich noch, das ist nicht das Problem. Ich will gerade nur. Ich brauche immer so einen Reste-Essen-Teller. Weil ich das nachher auf den imaginären Kompass schmeiße. Nein, nicht imaginär. Ich habe mir einen angeschafft zumindest. So, Sheila. Kein Messer mehr, kein Küchenmesser. Alles in der Wäsche, wollte ich fast sagen. Aber ja, so, so. Nur heute mal anders. Gut. Freddy Krüger kommt vorbei. Eins, zwei, Freddy kommt vorbei. So, man sollte natürlich den Topf auch anstellen, ne? So, Kartoffeln schälen. Wenn man so um 5 Uhr morgens nach Hause kommt, dann denken sich auch, macht man überhaupt sonntags noch einen Livestream um 12 Uhr? Das überlegt man sich dann schon hart, ne? Würde ich fast sagen. Aber wer saufen kann, kann auch arbeiten. Gibt es ja so ein Sprichwort. Ich habe ja nicht gesoffen, aber arbeiten ist so ähnlich. Salut, Banyanda! Comment ça va? Alter, das ist viel zu groß. Toti! Du alter Gamma. Du bist doch gerade was gekriegt, du kriegst nachher noch was. Ja. Keine Panik. Es gibt immer was. Schon wieder vier Barren, ne? Müssen wir ein bisschen die Augen wieder schneiden. Ich sag mal, ne? Die Augen schneiden. Moin, Moin, Mama! Na? Boah, ich wollte auch noch so Witness weiter zocken, aber irgendwie komme ich nicht mehr zu. Ich werde heute auf jeden Fall irgendwas Entspannendes zocken, weil noch gestern, ey, brauche ich heute auf jeden Fall Ruhe. Es war aber auch ein Chaos, ey. Und dieses Geschrei immer, ey. Mir hat so der Hals gekratzt irgendwann. Ich habe schon so eigentlich fast den ganzen Abend gar nicht geraucht, außer am Anfang habe ich eine Shisha geraucht, wo der Abend begonnen hat und dann war, puff, auf einmal der Laden so voll. Und das hat gescheppert, ey. Dann die Musik natürlich bis Anschlag laut. Und das Schreien des Todes, kriege ich dann immer so eine Halsschmerzen. Am nächsten Tag auch, als hättest du zu viel geraucht, so kratzig und so. Das ist echt eklig. Aber ja. Das ist fast wie in der Diskothek auf jeden Fall gewesen. Mal gespannt, wie wir das mit dem Bacon machen. Das war ja auch noch nicht so ganz die Idee. Nee, nicht Party nach dem gearbeitet. Nee. Dann aber Geburtstag. Also, natürlich wilde Party noch. Nee. Ich bin kein Mensch, der bis 4, 5 Uhr morgens auf Party geht. Das ist absolut nicht meins. Sobald es hell draußen wird, bin ich die Erste, die sich verpisst. Wo man arbeiten geht, ist das was anderes. Ich habe das Todesprobleme gehabt, gestern einzuschlafen. Das ist echt wie, als hätte ich irgendwas genommen oder so. Weil ich einfach völlig überdreht war. Ich
Ahnung, es wollte nicht so ganz mit dem Schneiden. Alles ungleichmäßig hier. Ja. Ja, und mal gucken, wir verhandeln diese Woche über den Vertrag dann, wenn er zufrieden ist. Ich habe da auch noch ein paar Äußerungen zu machen. Und dann kann es passieren, dass ich dann eben halt jedes Wochenende Kellnern gehe. Mhm.